Hallo liebe Fußballfreunde, TSG Intim präsentiert Ihnen heute die Spielerinterviews live aus dem Ausstadion nach der Begegnung zwischen der TSG und den Stuttgarter Kickers. Ich begrüße Jonas Wiest und Andreas Andicole. Jonas, mit dem heutigen Spiel, wie warst du zufrieden? Ja, nach 5-1, da brauche ich glaube nicht so viel sagen. Und jetzt noch Tabellenführer, kann ich nur zufrieden sein. Andi, zwei Tore heute, sehr eine Befreiung. Kannst du gerne weitergehen gegen Reutlingen? Ja klar, für mich war es jetzt, die letzten paar Spiele haben immer ein paar riesen Chancen gehabt. Für mich war es natürlich jetzt echt eine Befreiung heute und ich freue mich auch wirklich. Und natürlich Reutlingen, Derby, Freitagabend, brutal und ich denke, gib wieder alles und dann schauen wir mal, was passiert. Ja, heute ein großer Tag auch für die TSG abseits des Spielfeldes. Die neue Begegnungsstätte wurde mit dem Richtfest so quasi eingeweiht. Jonas, als Spieler, kriegt man da was mit, was sich im Umfeld so tut? Ja, auf jeden Fall. Wenn du jedes Mal ins Training kommst, guckst du natürlich immer mal vorbei. Wie weit ist es denn? Wie sieht's aus? Wird immer dran gearbeitet und ja, sind wir mal gespannt, wie es wird, wenn es fertig ist. Ja, Andi und Jonas, die Haigerlocher Jugendspieler haben euch heute aufs Feld begleitet. Ihr seid zwei Haigerlocher Kinder, sag ich mal, aus den Teilgemeinden. Relativ viele Zuschauer, immer auch aus Haigerloch hier. Wie schön ist es für euch, dann die eigenen Fans hier begrüßen zu können? Ja, ist natürlich immer super und man kriegt auch, wenn man am Sonntag mal auf den Sportplatz geht, nach Kruhl oder auch nach Trövingen, wird man immer wieder angeredet, das freut einen natürlich und es ist natürlich schön, wenn man die Haigerlocher Kinder, ich habe nur zum Jonas gesagt, heute sind wir wieder Haigerlocher Fraktion dran und ja, ist immer wieder super Highlight für uns. Alles klar, vielen Dank euch beiden. Danke.